Rot-Weiß Essen mit der schlechtesten Bilanz aller Drittliga-Teams in der englischen Woche. 4:10 Tore, nur ein Punkt. Und jetzt kommt der Spitzenreiter. Seit 8 Spielen das Team von Pele Wollitz. Ungeschlagen. Aber Christoph Dabrowski hat sich einen richtig guten Plan ausgedacht. Seine Mannschaft steht sehr tief im 5-3-2 und setzt offensiv auf Nadelstiche. 10. Minute, Aslan mit dem langen Ball auf Ramin Safi. Vorbei am ersten, am zweiten, am dritten. Safi mit der Führung. Die erste gefährliche Aktion in dieser Partie führt dann auch zum Treffer. Safi klar nicht im Abseits, startet im perfekten Moment. Und was er dann macht, ist schlichtweg herausragend. 2. Saisontreffer für den Neuzugang aus Rödinghausen. Kam aus der Regionalliga, angekommen in Liga 3. Cottbus tut sich gegen Essens engmaschige Verteidigung sehr schwer. Ballgewinn rot-weiß und dann geht's schnell. Safi bleibt hängen, aber da kommt der Nächste, Erik Fufak. Sensationspass auf Leonardo Vonic. 2. Schuss, 2. Treffer. Vonic heute anstelle des angeschlagenen Windsheimer in der Sturmspitze. Abschluss leicht abgefälscht nach einer unglaublich schönen Vorarbeit von Fufak mit dem 2:0. 3. Saisontor für die Nummer 9. Und von Cottbus kommt erstaunlich wenig. Die beste Offensive der dritten Liga mit 31 Treffern bringt nicht viel mehr zustande als diese Nummer hier. Borgmann, der Kapitän, bleibt am anderen Captain. Schulz hängen. Klappt ja nicht immer so, wie gegen Alemannia Aachen. Auf der Gegenseite nochmal, kurz vor der Pause. Müsel, überragend mit dem Ballgewinn. Und dann geht's wieder schnell. Vonic, Bethke klasse. Safi lässt den Nachschuss liegen. Da hätte Vonic den Doppelpack schnüren können nach Vorarbeit von Meisel. Bethke ganz stark. Er schüttelt quasi durchgängig den Kopf in Hälfte 1, auch in Durchgang 2. Sein Team besser, ja, aber nicht mit dem kompletten Turnaround zunächst. 56. Copado letzte Woche so stark und dann fällt Möker. Der zweite Ball genau vor die Füße, jagt den dann aber knapp über den Kasten. Das die beste Cottbusser Phase um die Stundenmarke, begleitet von rund 700 Fans, die aus der Lausitz die gut 600 Kilometer auf sich genommen haben. Wieder Cottbus im Angriff, dann der lange Ball von Aslan. Scheint alles völlig harmlos. Und dann Bethke plötzlich mit dem Patzer. 73. Minute, Safi auf und davon. 3:0 Rot-Weiß Essen. Heute läuft alles genauso wie bei Cottbus vergangene Woche gegen 60. Heute das komplette Gegenteil. Der so bärenstarke Bethke in dieser Saison mit dem kompletten Blackout. Doppelpack Safi, sein erster in Liga 3. Cottbus immer wieder noch mit Gelegenheiten, geben sich nicht auf. 80. Minute, Henry Rohrig, guter Freistoß. Aber es ist so ein Tag, an dem es einfach nicht sein soll für den Spitzenreiter. Die Serie von 8 Partien droht zu reißen und dann reißt sie auch so richtig. 90. Minute, Eisfeld gerade gekommen, Boyamba gerade gekommen. Zurück zu Thomas Eisfeld. Es gelingt einfach alles. Ein traumhafter Tag für Rot-Weiß Essen. Perfekt exerziert. Boyamba wartet, spielt den Ball genau im richtigen Moment. Und dann der Schlusspunkt zum 4:0 für Essen. Ja, so hatte ich auch das Gefühl, dass wir gut reingekommen sind. Hatten auch die Aktion. Dann vielleicht ein, zwei Dinge nicht gelungen, aber ist ja in Ordnung. Und dann kriegen wir halt so ein schnelles Kontertor. Ich glaube, in 10 Minuten kriegen, glaube ich, 2 Tore oder in 5 Minuten. Und dann liegt es halt 2:0 zurück, dann mit der Kulisse. Auch wenn wir es ein bisschen gewohnt sind, ist halt Fußball. Ich bin mega glücklich, dass wir nach der schwierigen englischen Woche heute dann so eine Reaktion gezeigt haben als Mannschaft. Wir haben einen Plan gehabt, defensive Stabilität, wenig zulassen.
und Nadelstiche setzen. Die Mannschaft hat das hervorragend umgesetzt. Dieser Plan ist prächtig aufgegangen. So straucheln der Essener, schlagen den seit 8 Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter Cottbus auf beeindruckende Weise. Und deren Fans feiern dennoch mit der Mannschaft auch das. Einfach nur stark. Live beim Magenta Sport.